Anfassen ist nicht. Denn wer davor schon die Hand an den Pokal legt, das wäre ein ganz schlechtes Omen. Nur der, der ihn bereits gewonnen hat, darf den Henkelpott der Champions Hockey League anfassen. Noch sind es 48 Teams, die um den Pokal kämpfen. 6 Mannschaften aus Deutschland wollen ihn am Ende für sich. Unter anderem der EHC Red Bull München. Zum dritten Mal findet nun die Champions Hockey League statt. Ich glaube, letztes Jahr war schon ein bisschen besser. Und ja, die meisten Teams sind aus der Gruppenphase rausgekommen. Und jetzt ich hoffe natürlich, dass die ganzen deutschen Teams natürlich auch weiterkommen. Aber wir schauen erstmal nur auf uns. Und wir wollen auf jeden Fall weiterkommen und wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Anything's possible. Anybody can win. It's always the goal to win. And you know, we think we can do it. So, letztes Jahr sind von 6 Teams, haben sie immerhin 5, haben sie in die Playoffs geschafft. Das erhoffe ich mir dieses Jahr auch wieder. Red Bull München ist eine ganz tolle Mannschaft. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf, die wieder auf dem Eis zu sehen. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die Deutschen ans letzte Jahr anknüpfen, sportlich, und vor allem, dass sie wie im letzten Jahr wieder die Fans begeistern können. Doch die Planungen sind schon für die Saison 2017-2018 am Laufen. So wird der Modus angepasst. Doch das neue Format spielt vor allem den deutschen Teams nicht in die Karten. Ja, es ist vor allem eine ganz, ganz wichtige Saison, die dritte, weil man holt sich bereits die Qualifikationspunkte für die vierte Saison. Wir haben ja an der Generalversammlung ganz wichtige Entscheide getroffen, die sportliche Qualifikation insbesondere. Das heißt, weniger Teams aus den gleichen Ländern, weniger Teams generell, und man muss sich sportlich qualifizieren, und das ist sicherlich der Hauptfokus für unsere dritte Saison. Dass wir ja eine Modusänderung haben werden zur nächsten Saison, mittelfristige Planungssicherheit haben mit der Champions Hockey League, und es unseren Teams in allererster Linie natürlich darum geht, dieses Jahr weit zu kommen, aber gleichzeitig damit auch Punkte zu sammeln, um in der Rangliste der Ligen nach vorne zu kommen, weil wir unbedingt von 3 auf 4 Startplätze in der nächsten Saison wollen. Dass für die Champions Hockey League vor allem der deutsche Markt interessant ist, zeigt auch das Zuschauerinteresse. So halten den Besucherrekord der vergangenen Saison die Adler aus Mannheim. Die ist sehr, sehr positiv. Jeder Club hat natürlich so ein bisschen eine andere Philosophie, ob man es so ein bisschen als Appetizer mit den Dauerkarten zusammen verkauft oder ob man wirklich teilweise auch das dann separat vermarktet. Aber die Vorfreude ist riesengroß, und es freuen sich halt alle, dass es wirklich von Anfang an Spiele sind, bei denen es um die Wurst geht. Auch unsere Saison selber wird ja aufgewertet dadurch, dass es nur noch 3 oder 4 Plätze nächstes Jahr geben wird. Also auch da das gesamte Konstrukt Champions Hockey League, da greift ein Rädchen ins andere, auch für die nationale Liga eine Befruchtung, und da freuen wir uns natürlich auf ein ganz, ganz tolles Eishockeyjahr in Deutschland. Mit Olympia-Qualifikation, mit Weltmeisterschaft am Ende. Also es wird richtig gut. Am 16. August startet die Hockey Champions League in die Gruppenphase. Der EHC München trifft dabei unter anderem auf Orlíc Neumo aus Tschechien und Fribourg Gotteron aus der Schweiz.